Ehre, wem Ehre gebührt. Ende Januar holte Hannover 96 den Titel der NFV Futsal Liga an den Maschsee. Diese Leistung verdient Anerkennung. Das Besondere, der amtierende Niedersachsenmeister gründete sich erst vor einem Jahr im März 2017. Man muss sagen, dass wir angefangen haben mit einer Truppe, die wir zusammengestellt haben aus mehr oder minder Studenten, die wir vorher betreut haben. Wo wir nicht im Vornherein wussten, wie passen die zusammen. Und das hat sich super schnell gefunden. Erste Trainingszeit halt, super Spaß in der Kabine gehabt. Alle hatten Bock, laufen zu gehen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. An Motivation und Spaß fehlt es der 96-Truppe um die Kapitäne Dominik Jung und Vedat Hasani definitiv nicht. Teamgeist verbindet. Nicht nur das Fußball-Profi-Team, sondern auch die Futsal-Jungs sind Feuer und Flamme für ihren Hallensport. Was bedeutet euch denn der Titel nach bemerkenswert kurzer Eingewöhnungszeit? Der Erfolg, die Niedersachsenmeisterschaft zu gewinnen, bedeutet uns sehr viel. Wir haben ab der ersten Trainingseinheit mit dem Ziel darauf trainiert, die Niedersachsenmeisterschaft zu gewinnen. War ein super Erfolg für nicht nur für uns als Mannschaft, sondern auch für Futsal allgemein in Niedersachsen und Hannover. Futsal in Hannover, leider noch eine Rarität. Denn unsere Roten stellen das bislang einzige Team der Region für den Ligabetrieb. Trotzdem Chancen gegen die nationale Konkurrenz. Hatten dann im Sommer 3 Monate Pause. In diesen 3 Monaten haben wir Turniere organisiert in Berlin oder auch in anderen Städten, wo wir gegen Regionalligisten gespielt haben, gegen führende deutsche Mannschaften, wo wir gesehen haben, dass die Mannschaft noch nicht so weit ist, aber die Jungs sollten mal sehen, was Futsal ist, denn viele von denen kennen Futsal noch gar nicht so sehr. Seitdem arbeiten wir sehr, sehr an der Taktik. Der Spaß steht aber trotzdem immer noch im Vordergrund. Das ist eine geile Truppe, die auch, wie gesagt, gerne auch zusammen feiern geht. Und das haben wir dann auch im Januar gemacht, als wir in die Niedersachsenmeister geworden sind. Solch bemerkenswerte Erfolge steigern das Interesse an der dynamischen Hallenfußball-Variation. Gerhard Zuber, sportlicher Leiter der Rasenprofis und Futsal-Pionier in Österreich, erklärt in Kürze, auf was es für den waschechten Budenzauber ankommt. Es ist deswegen wichtig, weil im Futsal die Defensive und die Offensive gleichmaßen geschult ist. Das heißt, man spielt 4-4 und schlussendlich muss man halt alles beherrschen. Du musst offensiv gut sein, defensiv gut sein, du musst ein sauberes Passspiel haben, gute Technik, gutes Umschaltspiel. Wer jetzt Bock auf Futsal hat oder nicht weiß, wo er diesen fantastischen Sport ausüben kann, ist bei unseren 96ern jederzeit herzlich willkommen. Wie es bei unserer Futsal-Truppe weitergeht. Wenn alles gut geht und reibungslos funktioniert, so dass wir in die Regionalliga aufsteigen können, werden wir sicherlich über eine zweite Mannschaft oder eine Bildung einer zweiten Mannschaft dann nachdenken und versuchen, die aufzubauen. Werde Teil des amtierenden Niedersachsenmeisters 2018. Herzlichen Glückwunsch und weiter so. Wünscht 96 TV.